Die Arbeit am Feld ist manchmal hart, doch in Fällen wird dies als wahre Berufung gesehen und mit Liebe gemacht. Wir haben die fleißigen Bäuerinnen und Bauern bei der Ernteeinholung begleitet. Die Ähren sind voll, es riecht nach Getreide, die Drescher sind geschmiert. Bundesweit rollen seit dem 1. Juli-Wochenende die Mähdrescher. Und auch in Fällen wird jetzt geerntet. Wir haben in den letzten Tagen gedroschen und heute haben wir gestartet mit dem Strohpressen. Die Herausforderung ist immer, dass man schaut, dass es trocken ist. Es hat ja, dass nicht in der Früh ist noch feucht, am Abend ist feucht. Und so haben wir hier die Schwaden, die werden so kleine Strohballen zusammengepresst und wir liefern das halt dann aus an Pferdereitstelle. Wie lange dauert diese Arbeit denn in etwa? Ja, je nachdem wie viel, aber mit dem Feld sind wir in ein paar Stunden fertig. Wir schauen halt immer, dass wir möglichst in der Früh starten, weil Nachmittag ist die große Hitze und dann halt auf die Nacht. Wir haben eigentlich jeden Tag Anlieferung zu dieser Zeit gerade und hauptsächlich Getreide. Natürlich kommt auch anderes auch, aber wir sind bio und konventionell, es kommt mehrere Sachen. Die Koch Veronika, die eigentlich sehr häufig zu uns kommt, muss man ganz ehrlich sagen, wird wahrscheinlich, ich nehme an, heute mit dem Weizen kommen, weil sie heute schon mal da war mit dem Weizen. Ich selber bin der Betriebsleiter am Standort und überwache das Ganze mit meinem Silo und der Anlieferung und natürlich bei der Bemusterung. Das ist eigentlich das erste Getreide, das reif wird nach der Wintergerste. Ja, wir bauen eigentlich nur Körner an und Sonnenblumen, aber die kommen erst im Herbst dann. Aber jetzt ist hauptsächlich der Weizen. Was genau passiert denn jetzt hier mit dem Weizen? Also Sie haben gesehen, ich bin jetzt auf die Waage gefahren, da wird das einmal gewogen. Jetzt wird dann die Probe genommen vom Weizen und da wird dann bestimmt die Feuchtigkeit, der Proteingehalt, die Körnergröße. Anhand dessen wird dann kategorisiert, welcher Weizen das ist. Also es ist der Mahlweizen, das ist die geringste Stufe. Dann kommt der Qualitätsweizen und dann der Premiumweizen. Also das ist dann die beste Stufe. Und anhand dessen wird dann eingeteilt, wo ich das dann hinführen muss und wo das dann abgeladen wird. Die Bauern sind das ständige Auf und Ab in ihrem Beruf gewohnt. Schließlich ist die Natur keine Fabrikshalle. Doch gerade das macht den Beruf für sie so interessant und abwechslungsreich. Manche von ihnen werden Landwirte aus der familiären Tradition heraus, andere wiederum aus einem ganz speziellen Grund. Durch die Liebe. Ja, ich habe seit 16 Jahren bin ich mit einem Landwirten, also ist mein Lebensgefährte. Und ja, ich mache das wirklich gerne. Also das ist ich bin lange nebenberuflich. Habe ich es gemacht und jetzt bin ich in Pension und jetzt kann ich mich dem eigentlich voll widmen. Also da mein Sohn selbst auch Landwirt ist, weiß ich, dass das Landwirtschaft und Landwirt selber oder Landwirtin auch sicher auch eine gewisse Berufung ist. Ja? Das muss man einfach gern machen, das muss man einfach lieben auch. Ja? Mein Beruf selber, mir macht irrsinnig Spaß. Ich komme selber aus einer Landwirtschaft von früher her und mir macht das einfach Spaß, weil ich weiß, was da geschieht, was alles zu machen ist und so weiter. Und ich auch einen guten Stamm da habe, der wirklich aufs Getreide schaut und dass es gesund bleibt. Ich bin aus einem Bauernhaus, aber es ist halt doch, ich war dann im Berufsleben, Privatwirtschaft, Personal und bin eigentlich zu den Wurzeln zurückgekehrt. An der Natur arbeiten, den ganzen Tag im Büro sitzen, im Winter, du kriegst nichts mehr mit von dem Tag. Und es ist doch was anderes. Es ist zwar ein harter Job, also momentan sind wir wirklich am Limit mit 4-5 Stunden Schlaf. Und ja, aber dann kommen wieder ein bisschen ruhigere Zeiten, abwechslungsreich. Also ich habe es noch keinen Tag bereut, dass ich meinen Job aufgegeben habe und wieder zurück zur Landwirtschaft.